Was sollte das, ne? Gehörte das auch zu Ihrem Plan? Warum haben Sie mich da nicht eingeweiht? Mein Plan war das bestimmt nicht. Gott, sind Sie froh, dass ich nicht auf Schmerzensgeld verklage? Die haben mir fast die Schulter ausgerenkt. Ich weiß nicht, wo das ganze Blut herkommt. Der Notarzt ist gerade vorgefahren. Tristan, hast du irgendwo Tim gesehen? Bitte, er darf nicht sterben. Das wird er nicht. Wenn er nicht gewesen wäre. Er hat mir das Leben gerettet. Oh Mann. Emilio? Ah, tut das weh. Der Arzt ist gleich bei dir. Lachen, wie sieht's aus? Bist du verletzt? Nee, mir geht's gut. Hey, das ist gut. Es ist alles gut. Du hast mir das Leben gerettet. Können Sie mich verstehen? Oh ja. Er hat sich vor mich geworfen. Die haben gemerkt, wie ich mit dem Handy die Polizei gerufen habe. Und dann haben sie zweimal auf ihn geschossen. Streifschuss, wir legen einen Druckverband. Das hier hat die Kugel abgefangen. Da haben sie großes Glück gehabt. Kommt er durch? Keine Sorge. Sie haben ihren Helden bald wieder zurück. Sagen Sie, sind Sie jetzt Notarzt oder arbeiten Sie im Krankenhaus? Beides. Im Augenblick ist das Personal knapp, da machen wir Doppelschichten. Klingt anstrengend. Ist es auch. Ich bin noch ziemlich neu hier. In 10 Tagen ziehen wir die Fäden, bis dahin den Arm nicht belasten. Die Kugel hat ihren Arm gestreift, die Wunde wird schnell verheilen. Okay. Und sonst ist alles in Ordnung mit mir, ja? Die geprellte Rippe lasse ich sicherheitshalber noch mal vom Oberarzt checken. Mhm. Hey, Lara. Hey. Willst du auch zu Bella? Nee, Emilio ist hier. Es gab einen Überfall bei LTL und er wurde angeschossen. Emilio? Was, im Ernst? Ist er schwer verletzt? Nee, es ist nur ein Streifschuss. Weil wenn er das Zigarettenetui nicht gehabt hätte... Du meinst die von dem Obdachlosen? Ja, die hat den Schuss abgefangen. Ohne das Ding wär's das gewesen mit mir wahrscheinlich. Ja, sie hatten wirklich Glück. Verrückt. Hatte ich schon lange nicht mehr. Vielleicht wendet sich das Blatt jetzt wieder. Wie kam es überhaupt zu der Schussverletzung? Es war ein Raubüberfall. Eine Freundin von mir hat versucht, die Polizei zu informieren. Das hat einer der Täter gesehen, hat geschossen und ich bin dazwischen gesprungen. Scheinbar nehmen Sie Ihren Job sehr ernst. Ich nehme Freundschaften sehr ernst. Scheiße. Dann ist Emilio ja ein richtiger Bodyguard. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Was meinst du? Naja, also schräg wie der in letzter Zeit drauf war, der hätte mit dir noch kein Brötchen geteilt. Und jetzt das Leben retten? Also umgekehrt hätte ich dir das ja zugetraut, aber Ego-Milio? Ja, heute Morgen hätte ich auch noch nicht damit gerechnet. Der Oberarzt wird sich nachher noch mal die Bilder von ihrer Rippe ansehen. Alles klar. Ich denke, ich gebe ihrer Freundin mal Entwarnung. Meiner Freundin? Die junge Dame, die sie begleitet hat. Was sie ist, die sie geschützt haben. Lara, ja. Gut, wenn man solche Freunde wie sie hat. Wie geht's Emilio Sanchez? Gut, die Wunde am Arm ist harmlos. Die Rippen werden noch untersucht. Aber es ist sicher nichts Ernstes. Wir können ihren Helden gleich mit nach Hause nehmen. Und vorher hat er noch versucht, sich bei dir zu entschuldigen. Tja, dann scheint er es wirklich ernst mit dir zu meinen. Ich weiß nicht. Ich dachte schon mal, ich könnte ihm vertrauen. Und dann hat er mir den Arschtritt meines Lebens verpasst. Das ist wohl das Risiko beim Vertrauen. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu schon bereit bin. Naja, ich hoffe, Bella ist alles okay und... Wir sehen uns später, ja. Ja. Na, hey, Alter! Auf dich, mein Bester. Was ist denn los? Du kannst ja ruhig mal ein bisschen mehr Zähne zeigen. Du hast dir eine Kugel für eine Freundin eingefangen. Du bist ein verdammter Held. Ein verdammter Idiot bin ich. Das hätte ich bis vor 10 Minuten... unterschrieben, aber komm schon, schwamm drüber, Bodyguard. Schwamm drüber, du hast leicht reden. Weißt du, ich habe mich 100 Mal bei Lara entschuldigt, 100 Mal. Naja, aber du bist auch mit ihr in der Kiste gewesen, obwohl du wusstest, dass sie in dich verknallt ist. Da reichen 100 Mal vielleicht nicht. Naja, du hast ja auch das Leben gerettet. Das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Bist du dir sicher, dass du nichts von Lara willst? Ich will nicht was von ihr. Ich will wieder mit ihr befreundet sein. Lara ist toll, sie... Sie war immer da, als es mir schlecht ging, weißt du? Zum Beispiel die Nummer mit Mertens und Kim. Also, wenn du wirklich mit ihr befreundet sein willst, dann bleib dran.
wenn ich mir dafür nicht wieder eine Kugel einfangen muss? Emilio Sanchez liegt wo? Zimmer 345, durch die Tür rechts. Hey! Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest zu Hause warten. Ach, da hatte ich doch keine Ruhe. Die Polizei war da. Und, wissen Sie schon, wer hinter dem Überfall steckt? Bisher nicht. Aber Rebecca meint, sich erinnern zu können, dass sie ein Tattoo gesehen hat bei einem der Männer. Ach ja, und nach Ansgar wird jetzt auch gefahndet. Der hat sich nämlich auf eigene Faust auf die Suche nach seiner Tochter gemacht. Der dreht total durch, oder? Was? Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie merkwürdig. Diese ganze Sache mit dem Überfall, Emilios Verwicklung. Mhm. Was genau findest du da merkwürdig? Na, das kann doch alles kein Zufall sein, oder? Was denn sonst? Ich weiß nicht, sag du es mir. Guck mich nicht so an. Wie denn? Als würdest du mich verdächtigen. Was soll ich mit dieser Sache zu tun haben? Hast du was damit zu tun? Nein, habe ich nicht. Und ganz ehrlich, Sebastian, ich habe absolut keinen Nerv auf deine Spekulationen. Emma liegt hier schon vergessen. Wie geht's dir? Sie hat vermutlich keine Gehirnerschütterung. Gott sei Dank. Aber wir sollen sie im Auge behalten, falls ihr schlecht wird. Können wir uns nicht einfach auf das konzentrieren, was wichtig ist, unsere Tochter? Entschuldigung, du hast ja recht. Du könntest mich mal in den Arm nehmen. Schnell die kleine Mädchen, gehst du schon mal vor? Klar. Tanja, sag bloß, du hast dir Sorgen gemacht. Nein, ich bin wegen meiner Tochter hier. Hat die Polizei schon mit dir geredet? Oh, mir geht es gut, vielen Dank. Und nein, ich habe noch nicht mit der Polizei gesprochen. Gut. Wenn sie mit dir reden, stell dich dumm. Du weißt nicht, was passiert ist oder warum. Und du hast niemals davon gewusst, dass die Diamanten gefälscht waren. Hast du irgendwas mit dem Überfall zu tun? Warum sollte ich? Warum sollte ich nicht mit der Polizei reden? Weil ich es dir sage. Wenn du diesen Überfall in Auftrag gegeben hast, dann ist es deine Schuld, dass Lara etwas draufgegangen wäre. Und hey, ich habe hier zwei Schüsse abgekriegt. Ist dir das klar? Ist ja nichts passiert. Ich will mit der ganzen Nummer nichts mehr zu tun haben. Ich bin raus. Du bist raus, wenn ich dir sage, dass du raus bist. Oh, ist das eine Drohung, ja? Nein, eine Warnung. Solltest du mit der Polizei oder mit sonst irgendjemanden über die Diamanten sprechen? Oder sollte deine kleine Freundin ihre Nase weiterhin in Dinge stecken, die sie nichts angehen? Dann war deine heroische Tat eventuell doch noch umsonst. Und das war eine Drohung. Lara, schau mal, wen ich mitgebracht habe. Danke. Hey. Wie geht's dir? Alles okay soweit. Ein paar Probleme beim Treppensteigen habe ich. Dann weißt du schon mal, was dich später erwartet. Du ziehst wieder ein? Wenn's für dich okay ist. Klar. Ich muss dann mal wieder los zur Arbeit. Ciao, Leute. Pass auf, ich weiß, dass du... Was willst du sagen? Nein, du zuerst. Ich freue mich, dass dir nichts passiert ist. Also nichts Ernstes. Was willst du sagen? Pass auf, ich weiß, dass du mir nicht mehr vertrauen kannst. Das verstehe ich. Und ja, ich werde alles dafür tun, dass du es irgendwann wieder kannst. Okay. Immerhin weiß ich jetzt, dass du für mich eine Kugel abfangen würdest. Emilio, was du heute für mich gemacht hast, das werde ich nie vergessen. Für Freunde würde ich das jederzeit wieder tun.
Ich glaub nicht, was mir gerade passiert ist. Die haben die Tür aufgemacht? Du bist also zur selben Zeit entführt worden, als der Überfall im LCL stattgefunden hat? Ja. Ja, aber warum entführen die einen LCL-Security-Mann bei sich zu Hause? Wenn du auf der Arbeit gewesen wärst, okay, aber so macht das doch überhaupt keinen Sinn. Verstehe ich auch nicht. Sag mal, hast du mit den Typen geredet? Haben die dir irgendwelche Fragen gestellt? Nichts. Nichts. Die haben mich sofort betäubt und als ich wach geworden bin, war ich in einem Wagen mit einer Tüte über dem Kopf. Das ist doch total schräg. Warum entführen die dich nur für ein paar Stunden? Das ist doch fast so, als wollten die dafür sorgen, dass du bei dem Überfall nicht dabei bist. Vor allem, wenn sie die anderen Securities und Emilio in Ruhe lassen. Kannst du dich noch erinnern, wo die Typen dich aus dem Auto geschmissen haben? Klar, ich bin gerade hergelaufen. Dann gehen wir den Weg jetzt zurück. Wie bitte? Ist doch nicht dein Ernst. Doch, vielleicht finden wir so heraus, wo die Typen sich verstecken. Sag mal, hast du immer noch nicht genug? Wir werden nicht auf eigene Faust ermitteln. Emilio, die haben auf dich geschossen. Ja, und genau deswegen werde ich denen keine weitere Gelegenheit dazu geben. Ja, aber... Hast du eine Ahnung, warum die auf dich geschossen haben? Weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast. Was meinst du, was passiert, wenn du dir es auch noch aufstöberst? Ich finde, Emilio hat recht. Wir sollten da nicht ohne Bullen auftauchen. Ja, dann sorgen wir dafür, dass deine Truppe auftaucht. Moment mal, ihr wollt die Bullen einschalten? Klar, warum denn nicht? Und bitte, was willst du der Polizei erzählen, hä? Alles, was ich weiß. Du weißt noch nicht mal, ob die Typen was mit dem Überfall auf LCL zu tun haben. Selbst wenn nicht, allein was Sascha passiert ist, reicht, um die Polizei zu informieren. Ich finde, wir sollten uns heraushalten. Wieso? Weißt du was über die Typen, die mich entführt haben? Nein, aber ich weiß was über die Typen, die uns überfallen haben. Nämlich, dass sie kreuzgefährlich sind. Ja, und ich bin mir sicher, das waren dieselben. Du hast Angst. Was? Wovor hast du Angst? Ich habe keine Angst. Klar hast du Angst. Solltest du mit der Polizei oder mit sonst irgendjemanden über die Diamanten sprechen? Oder sollte deine kleine Freundin ihre Nase weiterhin in Dinge stecken, die sie nichts angehen? Dann war deine heroische Tat eventuell doch umsonst. Ich habe Angst. Ich will einfach nichts mehr mit der Sache zu tun haben. Und ich fände es besser, wenn du dich da nicht mehr einmischst. Willst du, dass diese Arschlöcher davonkommen? Nein! Ja, Mann, die Scheißkerle sind mir doch voll egal. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Was sollte mir denn passieren, wenn Sascha zur Polizei geht? Bitte, Lara, die haben auf dich geschossen, weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast. Komm, wir halten uns einfach raus. Mir ist scheißegal, was ihr macht. Ich geh zu den Bullen. Hey, Frank, zu dir wollte ich gerade. Sascha, du bist dringend verdächtigt, an dem bewaffneten Raubüberfall auf LCL beteiligt gewesen zu sein. Warum sollte dich jemand für ein paar Stunden entführen, Sascha? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das verstehe ich auch nicht, aber ich habe mir doch die ganze Sache nicht einfach ausgedacht. Das wäre nicht das erste Mal, dass du dir irgendwas ausdenkst, um deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Er sagt die Wahrheit. Als er vorhin hier ankam, war er völlig fertig. Er hat uns genau dasselbe erzählt. Ja, natürlich, weil er ihre Hilfe braucht. Er braucht ein Alibi. Das ist doch Quatsch. Wieso glauben Sie überhaupt, dass er daran beteiligt war? Der Überfall bei LCL wurde von Überwachungskameras festgehalten. Darauf ist zu erkennen, dass einer der Maskierten die gleiche Tätowierung wie Herr Vukovic trägt. Das ist nicht möglich. Ein Kumpel von mir hat das designt und mir gestochen. Das kann kein anderer haben. Eben. Du sagst jetzt nichts mehr ohne einen Anwalt. Woher wissen Sie überhaupt, dass das Tattoo dasselbe ist wie das von Sascha? Rebecca van Lahnstein hat es uns bestätigt. Wir werden natürlich noch einen Direktvergleich vornehmen. Ist ja nicht das erste Mal für dich, Sascha. Ich meine, die haben eine Menge Scheiße gebaut, aber das ist echt eine Nummer zu groß. Diese Typen waren eiskalt. Sascha hätte da niemals mitgemacht. Sag doch auch mal was. Ja, eiskalt. Frank? Was ist das? Sieht aus wie einer der Diamanten. Lag im Spülkasten. Warte einen Moment, bis du ihn zu Geld machst. Und gib nicht alles auf einmal aus. Sascha Vukovic, Sie sind vorläufig festgenommen. Bitte begleiten Sie uns. Das ist nicht euer Ernst. Ich meine, es kann doch nicht sein. Ich war das nicht. Das muss ein Missverständnis sein. Emilio, jetzt sag doch mal was! Ah!